Willkommen zurück. Willkommen zurück hier bei Zeit für Wissen, der digitalen Themenwoche der Zeit für Wissenschaft, Forschung und Zukunft. Ich bin Manuel Hartung, ich leite das Ressort Wissen bei der Zeit und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Eine ganze Woche liegt schon hinter uns. Morgen geht es noch einmal weiter. 4 Tage voller intensiver Diskussionen, 9 Einsichten, die wir gewonnen haben im Gespräch miteinander. Und wir wollen uns jetzt einem großen Zukunftsthema näher, nämlich der Frage, wie das Verhältnis von Mensch und künstlicher Intelligenz zu vermessen ist. Wie das eigentlich miteinander zusammenhängt, was die Maschine vom Menschen lernt und was der Mensch von der Maschine lernt. Und in der Tat haben wir viele Gespräche geführt in den vergangenen Tagen. Wir wollen jetzt einen ganz intensiven Vortrag hören. 45 Minuten kondensierte Informationen über die Frage Mensch und künstliche Intelligenz. Wie entwickelt sich das eigentlich? Und es gibt ziemlich wenig Leute, denen man zutraut, eine Dreiviertelstunde so intensiv über dieses Thema zu reden. Und einer von ihnen, auf den ich mich wirklich ganz besonders freue, ist Sami Haddadin. Sami Haddadin ist der Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence, der TUM, der Technischen Universität München. Er hat unter anderem den Leibniz-Preis, das ist der wichtigste deutsche Forschungspreis, bekommen, auch den Zukunftspreis des Bundespräsidenten. Und er ist in diesem Jahr auch Juror des Falling Walls Remote Summit. Und diese Veranstaltung, die nächsten 45 Minuten hier bei Zeit für Wissen, finden auch in Partnerschaft mit Falling Walls, der großen Wissenschaftskonferenz, statt. Der Mensch und die künstliche Intelligenz, Quo Vadis, so lautet der Vortrag von Sami Haddadin. Und er ist nicht alleine, sehen wir. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Schön, dass Sie aus Garmisch-Partenkirchen uns zugeschaltet sind. Einem Ort, der momentan in vieler Hinsicht Schlagzeilen gemacht hat. Sie sind nicht allein, wie man neben Ihnen sieht, Herr Haddadin. Neben Ihnen ist Garmi, den Sie uns gleich, glaube ich, noch intensiver vorstellen können. Ich bin sehr gespannt auf das, was Sie sagen, weil Sie angekündigt haben, dass Sie natürlich über Technik reden wollen, aber Sie wollen auch über die philosophische Seite der künstlichen Intelligenz sprechen und ja, das, wie Mensch und Maschine eigentlich zusammenhängen und was beide voneinander lernen könnte. Ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten mit Ihnen und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, grüß Gott aus Garmisch-Partenkirchen, lieber Herr Hartung. Ich danke zuerst natürlich für diese fantastische Einladung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen. Und ja, Garmi wird mit Sicherheit sich auch noch ein, zweimal zu Wort melden. Oh, er tut es schon. Ja, also in Garmisch-Partenkirchen ist nicht nur Corona-Alarm, sondern auch Hochtechnologie, Hightech wird hier entwickelt. Und das ist Garmi, der Roboter, den wir für das selbstbestimmte Leben im Alter entwickeln. Was wir in Garmisch-Partenkirchen machen, ist nämlich Künstliche Intelligenz nicht nur zum Anfassen, sondern auch missionsorientiert, um eben Technologien zu entwickeln, die an gesellschaftlichen Bedürfnissen, Bedarfen entlang entwickelt werden sollen. Und so wollen wir eben auch die Richtung vorgeben, wo geht die Technologie hin? Aber heute geht es auch zum Teil darum, wo kommt die Künstliche Intelligenz denn her? Was sind die zentralen Inspirationsquellen? Und wie können wir auch einen Weg beschreiten in dieser Schlüsseltechnologie, der für den Menschen das richtige Werkzeug entwickelt und der im Sinne einer vertrauenswürdigen, gesellschaftlich orientierten Wissenschaft und Technologie uns eben eine bessere Zukunft ermöglicht. Ich denke, jedem von uns ist klar, dass die Künstliche Intelligenz ein großes Potenzial birgt. Wir alle sehen natürlich in Anwendungsdomänen, wie beispielsweise der Industrie der Zukunft, aber insbesondere auch gerade in Zeiten der Krise wie im Moment, viele Anwendungen im Gesundheitsbereich. Natürlich die Vernetzung von künstlicher Intelligenz, intelligenten Algorithmen, Datenakquise, aber eben auch mit der richtigen Intervention. Das heißt, das Interagieren mit sozusagen den Menschen, aber insbesondere auch das Unterstützen von beispielsweise den Ärzten, den Pflegekräften, den Healthcare-Workern. Da ergeben sich viele, viele Anwendungsfälle und ich glaube, die Gedanken sind da frei und wir kennen auch schon vieles, was möglich ist. Einiges hat ja auch schon die reale Welt eben erreicht. Was, glaube ich, aber ganz wichtig ist, ist, dass man auf dem Weg in die Zukunft auch noch einmal Revue passiert. Ja, wo kommen wir denn überhaupt her? Was sind denn die Ursprünge der Künstlichen Intelligenz und worum dreht sich alles? Natürlich ist uns allen bekannt die große Dartmouth Conference im Jahr 1956. Dort wurde der Begriff der Künstlichen Intelligenz geprägt von Pionieren wie John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon und anderen. Es waren Informatiker, Mathematiker, Elektrotechnikingenieure, Kognitionswissenschaftler, die diesen Begriff sozusagen in die Welt eingeführt haben und uns
eine Disziplin, die, um der es sich eben dreht, intelligente, autonom agierende, das heißt selbstständig agierende und lernfähige Maschinen zu entwickeln. Natürlich hat das Thema aber nicht nur im letzten Jahrhundert sozusagen seine Ursprünge, sondern gerade auch, man kann da ganz weit zurückgehen, erste Ursprünge, gerade in Bezug auf die intelligenten Roboter, die verkörperten Maschinen mit künstlicher Intelligenz, ist natürlich der Golem eine große Inspirationsquelle. Dort ging es ja vor allen Dingen darum, eben aus Ton einen Körper zu entwickeln, der besonders stark den Menschen unterstützt, der eben einen gewissen Schutzmechanismus eben bewirkt. Natürlich ist es aber auch so, dass gerade im großen Zeitalter von Köpfen wie Da Vinci und anderen, aber auch Grundlagen gelegt wurden, die gerade auch interessanterweise die Relation von Mensch und Maschine und nicht nur die Maschine als reine Schöpfung begreifen. Insbesondere Leonardo da Vinci hat es eben geschafft, diese Verbindung der menschlichen Anatomie mit einem Verständnis der Bewegungsabfolge zu verbinden. Dazu hat er natürlich seine berühmten anatomischen Zeichnungen entwickelt, die uns allen ein Begriff sind. Aber er hat eben auch, unten sieht man es, den sogenannten Ritter entwickelt, den Knight von Da Vinci, der es eben gezeigt hat, dass über entsprechende Mechanismen doch komplexe Bewegungen über einen einzigen Seilzug möglich sind. Das heißt, die Bewegungsmechanik des Menschen zu reduzieren auf eine sogenannte eindimensionale Bewegung, das ist ein wenig wie der Hampelmann. Also man zieht an einem Seil und durch eine komplexe Bewegungsmechanik können komplizierte, zielgerichtete Bewegungsvorgänge der zahlreichen Gelenke und Muskeln sozusagen durchgeführt werden. Ein wenig später ist ein anderer großer Geist unserer Vergangenheit hat gewirkt an den Grenzen von Mathematik, Informatik, die es in der Form natürlich damals noch nicht gab. Aber Gottfried Wilhelm Leibniz, der ja nicht nur seine berühmte Konkurrenzsituation mit Isaac Newton hatte, hat auch die Grundlagen der Informatik gelegt, könnte man sagen. Er hat den Binärcode erfunden, aber insbesondere hat er auch neben seinen philosophischen Abhandlungen, den Monaden, hat er aber eben auch eine Maschine entwickelt, die alle vier Grundrechenarten beherrscht. Und zwar mechanisch und dadurch natürlich die Brücke geschlagen zwischen dem Konzept der Berechnung, der Algorithmik und der mechanischen Implementierung, der Verkörperung dieser Art von Berechnung. Das heißt, man könnte sagen, Da Vinci hat die Relation zwischen Mensch und Maschine des Bauplans sozusagen hervorgehoben und Gottfried Wilhelm Leibniz hat die Verbindung zwischen Berechnung und dem Körper ebenso als eine der zentralen Forderungen formuliert. Das Ganze hat natürlich viele, viele weitere Väter, aber ich denke, im letzten Jahrhundert, Beginn der 30er, 40er Jahre, hat dann wirklich die Künstliche Intelligenz und da auch erste intelligente Roboter es geschafft, nicht nur in den Laboren, sondern auch hin zu Vollindustrie oder industriellen Einsatz dieser Systeme zu entwickeln. Insbesondere in der Automobilproduktion ist uns das alles bekannt. Wir haben auch in der Weltraumrobotik, also wir kennen ja alle die Mars-Missionen, dort sind viele der Systeme weltbekannt geworden. Aber insbesondere gab es natürlich auch in den letzten Jahren viele spannende Entwicklungen im autonomen Fahren und mehr auch in den kognitiven Fähigkeiten dieser Systeme, gerade aus großen Datenmengen, Schlüsse zu ziehen, zu klassifizieren und bestimmte, gerade kommunikationstechnische Möglichkeiten uns zu ermöglichen. Das Ganze hat natürlich jetzt gerade in den letzten 10 Jahren die sogenannten Data Machines, also wirklich auf gerade datenorientierte Künstliche Intelligenz abgezielt. Da ging es natürlich darum, wie können wir aus den vielen Daten, die sich in der Digitalisierung, in der Vernetzung, in der sozusagen Allumfänglichkeit des Internets im Alltag ergeben, Methoden, intelligente Algorithmen nutzen, um Entwicklungen voranzutreiben, die bis vor kurzem nicht möglich waren. Was wir hier sehen, ist eine Technologie, die sich Reface nennt. Das Ganze lässt sich natürlich auch im Kontext von Fake News und anderen Themen natürlich heiß diskutieren. Was man eben sieht, ist, wie man über Algorithmen des maschinellen Lernens, das sogenannte Deep Learning, sogenannte Source-Videos, also Ursprungsvideos manipuliert und hier beispielsweise Charlize Theron mit Elon Musk sozusagen ersetzt und man da eben sieht, wie wenig man mittlerweile nicht mehr nur Fotos, sondern mittlerweile auch Videos nicht mehr trauen kann. Das heißt, man nutzt
smarte Algorithmen des maschinellen Lernens, um genau diese Dinge eben zu ermöglichen. Das Ganze hat viele, viele Anwendungspotenziale. Ich denke, jedem von uns ist klar, dass es da in jede Richtung natürlich gedacht wird und auch eingesetzt wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass diese Technologien im Sinne unserer Gesellschaft Einsatz finden. Interessanterweise haben viele dieser Dinge auch ihren Ursprung nicht nur in den USA, sondern auch, jetzt ist ein Beispiel, Kollege Schmidhuber ist einer der Begründer der sogenannten LSTMs, also hat viele Grundlagen gelegt, auch hier in München da, zu seiner Zeit, um eben diesen Boost an Machine Learning, Deep Learning in der digitalen Welt eben voranzutreiben. Das Ganze ist an vielen Stellen auch passiert, gerade in der künstlichen Intelligenz. Wenn man es ans autonome Fahren beispielsweise denkt, sind auch viele der Grundlagen in Deutschland entstanden. Und wenn man auch an Personen wie Sebastian Truhn, der ja weltbekannt geworden ist, nicht nur durch den Gewinn der DARPA Challenge, sondern auch durch seine Dinge, die er in Google X getrieben hat, natürlich viele, viele Themen auch bei uns entstanden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir eben sehen, dass die Technologien, die in Deutschland und auch in Europa über die letzten Jahre, Jahrzehnte entstanden sind, von der Grundlage bis hin Technologien, die nah am realen Einsatz sind, doch viele Anwendungen gefunden haben. Und das Ganze hat natürlich die letzten Jahre wahnsinnig an Drive gewonnen. Woher kommt das? Einer der großen Faktoren war die sogenannte der Gewinn von einer künstlichen Intelligenz von Google DeepMind. Das ist eine Firma, die in London sitzt, die eben im Jahr 2016 im Brettspiel Go den Großmeister Lee Sedol, den sehen wir hier auf der rechten Seite, geschlagen hat. Interessanterweise ist es so, dass auf der rechten Seite Lee Sedol sitzt, man sich aber gleichzeitig natürlich auch fragen könnte, naja, wenn sozusagen rechts der Mensch sitzt, gegen wen spielt er denn? Natürlich ist jedem von uns die Antwort bewusst. Es ist ein Computer im Hintergrund, der diese Züge berechnet. Aber interessanterweise stellt sich natürlich die Frage, ja, wer ist denn diese Person auf der linken Seite? Dieser Mann ist schlicht und ergreifend in diesem Szenario dafür da, die Kommandos der künstlichen Intelligenz, diese Züge zu sozusagen interpretieren in reale Umsetzbewegungen der Steine. Das heißt, er sieht die Steine, greift sie real und setzt sie um, so dass sozusagen die virtuelle Welt, könnte man sagen, mit der realen Welt abgeglichen sind. Das hat mich natürlich damals schon an meine eigene Schulzeit erinnert. Da war eigentlich das gleiche Bild auch sichtbar. Es war nicht Google und es war nicht das Spiel Go und Lee Sedol, sondern es waren eben IBM, Garry Kasparov und Schach. Im Jahr 97 hat Deep Blue, die Entwicklung von IBM, eben Garry Kasparov im Schach geschlagen. Interessanterweise ist es eine sehr ähnliche Situation, wie wir sie gerade vorgefunden haben. Man könnte sich wiederum fragen, ja, wer ist denn diese Person auf der rechten Seite? Die Entwicklung kann ja nicht nur gewesen sein, dass wir innerhalb von bald 20 Jahren nur von links nach rechts den menschlichen Gehilfen sozusagen positionieren konnten. Dem ist natürlich nicht so, aber es zeigt einfach auch ganz klar, dass diese strategische Berechnung von Zügen, von solchen abstrakten Spielen, zuerst einmal relativ wenig mit unserer realen Welt zu tun hat, also in der wir als Menschen interagieren, sie begreifen, sie greifen über unser Werkzeug hand. So, und das bringt mich natürlich zum großen Thema, auch mit dem ich mich selber sehr eingehend beschäftige, was mich im Alltag sozusagen im Atem hält. Das ist die sogenannte Embodied AI, also verkörperte KI. Und ich möchte Ihnen ein wenig mitgeben, wie denn die verkörperte KI und der Mensch miteinander sozusagen in einem Inspirationszyklus und Erkenntniszyklus voneinander und miteinander lernen. Ganz wichtig ist natürlich in der Verkörperung, was meine ich damit? Damit meine ich beispielsweise, dass so Dinge wie ein Schlüssel ins Schloss bringen. Das ist hier meine Tochter, als sie 5 war. Ich mache immer so kleinere Experimente mit meinen Kindern, habe 3 Kinder und das heißt, es schert sich immer, das ist ja schon fast statistisch relevant, was dabei so rumkommt. Und sie hatte damals bei uns im Wohnzimmer ein riesen heilloses Chaos verursacht. Und ich hatte mich damals ein bisschen gefragt, na, wie könnten wir denn solche extrem schwierigen Manipulationsaufgaben, die uns als Erwachsene natürlich sehr einfach und trivial vorkommen, verstehen und intelligenten Robotern beibringen, mit Machine Learning eben genau solche Dinge durchzuführen. Und dann habe ich eben damals meiner kleinen Tochter die Aufgabe gestellt, also wenn du in weniger als 10 Versuchen diesen Schlüssel ins Schloss bekommst, dann musst du nicht aufräumen. Also Incentive war gesetzt, sie ist sofort zur Tür gerannt,
hat es versucht. Ich hatte eigentlich erwartet, entweder das sofort klappt oder gar nicht. Interessanterweise nach 7 Versuchen war der Schlüssel im Schloss. Ungefähr zur selben Zeit war es dann so, dass im Jahr 2015 die DARPA Robotics Challenge stattfand. Zahlreiche weltweit führende Köpfe in der humanoiden Robotik und intelligenten Algorithmen haben sich zusammengefunden, um eben ähnliche Aufgaben wie meine 5-jährige Tochter da durchzuführen. Aber wir sind sozusagen als Community da doch nicht ganz auf dem Level dieses kleinen Mädchens, könnte man sagen. Also noch lange nicht beim Großmeister, geschweige denn beim Spitzensportler. Gut, und man hat natürlich auch versucht, diese Dinge über, sagen wir mal, Stand der Technik oder sehr moderne Methoden des Machine Learnings, gerade mit Big Data Algorithmen zu lösen. Also man hat im Prinzip versucht, das, was eben diese fantastischen Resultate in der Digitalisierung bringt, auf die physische, reale Welt zu bringen. Hier sieht man ein Beispiel, was bei Google vor einigen Jahren gelaufen ist. Ganz tolles Beispiel, wo man eben sieht, dass viele Daten, auch sensorielle Daten, akquiriert werden, also die Bewegung der Arme und dann eben natürlich die visuelle Wahrnehmung. Und dann hat man eben versucht, solche Griffmuster zu erkennen. Es hat relativ viele Roboter gebraucht, große Rechenzentren. Und die Ergebnisse waren dann aber, glaube ich, im Vergleich natürlich jetzt zu einer 4-5-Jährigen doch noch relativ ernüchternd. Das heißt, da hat man ganz der Transfer von reiner Big Data Algorithmik in die physische Welt hatte dann doch noch ein paar Limitierungen. Ähnliche, auch spannende Experimente sind damals bei OpenAI gelaufen, das ist auch ein paar Jahre jetzt her, wo es darum ging, dass der Roboter from scratch, also aus dem Nichts, wenn man so möchte, es lernen sollte, die kleine Pizza auf den roten Punkt zu schieben. Hat auch natürlich viele, viele Anstrengungen gebraucht, komplexe Algorithmen, Machine Learning, damals modernster Art. Und das Ergebnis sieht man, ist natürlich extrem interessant, dass so etwas möglich ist, aber es zeigt auch, dass da wohl noch einige Dinge nicht ganz verstanden sind. Und worum dreht sich das? Und das bringt mich auch mehr und mehr zum Thema der verkörperten Künstliche Intelligenz. Warum ist das so ein schwieriges Problem? Da glaube ich, ist eine Analogie hilfreich. Und zwar der Unterschied sozusagen evolutionärer Natur zwischen der Mobilität und der Manipulation. Die Mobilität, das sich Bewegen von A nach B, man könnte sagen, das autonome Fahren der Biologie, wenn man so möchte. Das ist ja, das wissen wir alle aus der Schulzeit noch, im Prinzip kann das jeder Einzeller, wenn man so möchte. Ja, so hier sieht man kleine Einzeller, die sich eben kollisionsfrei von A nach B bewegen. Das heißt, das scheint evolutionär relativ Organismen sind dieser mächtig. Wenn es aber und den Gestaltungswillen des Menschen sozusagen zum Ausdruck zu bringen, dann scheint es da aber noch etwas zu geben, was fehlt. Also Milliarden Jahre der Evolution dazwischen, eben zwischen dem Konzept der Mobilität und der Manipulation. Was meine ich damit? Möchte ich Ihnen an einem Beispiel sozusagen konzeptionell diesen Unterschied ein wenig näher bringen. Das heißt, was ist eine künstliche Intelligenz ohne Körper? Gehen wir dieses Beispiel einmal durch. Also künstliche Intelligenz ohne Körper ist typischerweise ein Datenempfänger und Sender mit einem KI-Algorithmus. Die Daten werden aufgenommen, sie werden in einen KI-Algorithmus geschickt, der in einem Rechner oder in einem Rechencluster verteilt unter Umständen rechnen kann. Da wird dann quasi Number Crunching betrieben. Dann wird das Ergebnis zurück als Information gesendet. Typisches Beispiel, das kennen wir alle, ist zum Beispiel ein Personal Assistant, wo die Daten dann eben in die Cloud gestreamt werden, dort die Datenalgorithmen, die Daten analysiert werden und dann eben das Ergebnis in einem sequentiellen Prozess sozusagen abgearbeitet wird. Demgegenüber steht das Konzept der verkörperten KI. Was meine ich damit? Die verkörperte KI ist in dem Fall eben sozusagen nicht nur ausgestattet mit einem Kommunikationsgerät, sondern mit einem sensomotorischen Körper. Dieser sensomotorische Körper interagiert mit der Welt nicht nur über Daten, sondern natürlich auch Energie. Das ist ein energetischer Prozess, Aktio gleich Reaktio. Das heißt, die Aktio und die Reaktio tauschen nicht nur Daten und Informationen, sondern insbesondere auch Energie aus. Der Handschlag hat natürlich eben mehr als nur reine Informationsgehalt. Wenn natürlich dieser Prozess, den wir de facto die Gesetze der Physik nennen könnten, also eine gekoppelte Interaktion, dann ist es natürlich wichtig, dass die KI-Algorithmen eben auch in einem komplett gekoppelten Prozess über Sense-Plan-Act-Paradigma im Prinzip systemisch auch an den sensomotorischen Körper gekoppelt sind.
Und eine der wichtigsten Unterschiede ist eben genau das eine als sequenzieller Prozess zu sehen. Und bei der verkörperten KI aufgrund der inhärenten Verkopplung mit der physischen Welt, in der wir nun mal leben, an der werden wir auch, glaube ich, sind wir uns einig, nicht viel ändern können, in einem vollständig gekoppelten Prozess eben eine Rückkopplungsschleife oder mehrere Rückkopplungsschleifen eben vorfinden. Und eines der spannendsten Systeme der verkörperten KI sind eben die Roboter, deswegen beschäftige ich mich auch gerne damit. Und damit meinen wir aber jetzt sozusagen nicht nur Automaten im Sinne eines spannenden und sehr inspirierenden Films von Charlie Chaplin, den wir alle kennen, ein Automaton könnte man eigentlich eher sagen, eine Automatisierungsmaschine, die eben in der Lage ist, jetzt hier die Arbeits- oder die Mittagspause zu automatisieren. Charlie Chaplin in dem Film Modern Times ist ja der Werker, der sozusagen als Versuchskaninchen herhält, um zu schauen, ob der Erfinder eine gute Maschine entwickelt hat, die der Fabrikbesitzer jetzt einsetzen könnte, um eben die Mittagspause zu automatisieren. Alles sieht ganz wunderbar aus. Jedoch gibt es ein Problem. Die Maschine ist erst einmal natürlich nicht perfekt. Intelligent ist sie auch nicht. Und sobald sie kaputt geht, hat es natürlich fatale Konsequenzen. Das heißt, menschenzentrierte Entwicklung ist nicht unbedingt hier praktisch angewendet worden. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir natürlich, wenn wir über solche Roboter sprechen, gerade wenn es in die reale physische Welt geht, auch darüber sprechen müssen, wie diese Systeme in der Gesellschaft und gerade im Thema der Arbeit beispielsweise Anwendung finden und was dort für natürlich auch ernstzunehmende Sorgen und Ängste existieren. Wir kennen beispielsweise hier die Frontcover vom Spiegel 64/78 2016, also von Automation über die Computerrevolution bis hin zur Digitalisierung. Am Ende ist sozusagen der Roboter immer die Manifestation. Das hat auch sehr viel mit unserem eigenen Selbstbild natürlich zu tun, eines verkörperten intelligenten Systems. Damit meinen wir aber explizit nicht mit der verkörperten KI reine Industrieroboter, die 24/7, 20 Jahre lang dieselbe Tätigkeit lackieren und schweißen und vor allen Dingen auch abgeschirmt vom Menschen. Wir sehen hier oben links ein Menschenlein, sozusagen hinter dem Schutzzaun die Roboter, so dass sie dem Menschen nicht gefährlich werden können. Es sind ja auch nur in Anführungszeichen Positioniermaschinen, die eben ihre Aufgaben Sekunde für Sekunde, Stunde für Stunde, Jahr für Jahr eben durchführen. Das heißt, die klassische Industrierobotik ist natürlich noch keine künstliche Intelligenz, sondern wir müssen natürlich intelligente Algorithmen entwickeln, die es dahin bringen. Auch die Körper der Roboter sind dem noch nicht. Das heißt, ein ganz zentraler Aspekt in der verkörperten KI ist natürlich der Körper dieses Systems. Das heißt, die Verbindung des Körpers und des Menschen ist natürlich eine ganz zentrale Inspirationsquelle. Und da ist natürlich ganz wichtig, das habe ich vorhin auch bei Da Vinci schon erwähnt, dass natürlich die menschliche Anatomie, ob es jetzt Modellierungsansätze oder eben jetzt hier wie auf der rechten Seite Kinematic Rendering Ansätze von Siemens beispielsweise sind. Das ist jetzt nicht unbedingt das Zentrale, sondern es geht darum, dass der Mensch einen Bauplan hat. Das ist noch kein Funktionsplan, das ist keine Funktion, sondern das ist das Bild sozusagen des Menschen, das sich uns darbietet und das inhärent auch eine Funktion natürlich mit sich bringt, die natürlich über das reine anatomische Verständnis noch lange nicht verstanden ist. Die Physiologie, Neuromechanik und so weiter und so fort. Gut, aber das ist natürlich ganz interessant, dass gerade die Gelenke von Robotern beispielsweise eben von Menschen inspiriert sind. Der heißt ja auch Roboterarm, Manipulator, von eben Latein stammt. Das heißt, der Mensch ist dort ganz klar Inspirationsquelle gewesen. Und natürlich ist es so, dass immer verfeinerte Modelle, nicht nur der Arme, sondern natürlich auch mehr und mehr der Hände, die aber auch bei Menschen noch nicht wohl verstanden sind, gerade die Baupläne, die Neuromechanik, die Funktionsweise, wie es denn genau uns gelingt mit so einer komplexen Mechanik sozusagen und dem bisschen an zentralen Nervensystem, da muss schon sehr viel Intelligenz im Körper sein. So, und da ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass man eben jetzt nicht nur Maschinen entwickelt, sondern auch versucht, den Menschen, für den wir ja die Maschinen entwickeln, immer besser zu verstehen. Da nutzen wir eben komplexe Datenaufzeichnungsalgorithmen, um eben die menschliche Bewegung im Alltag immer besser zu verstehen. Wir sehen hier zum Beispiel auf der rechten Seite auch Alltagsgesten, die über Bewegungsmuster, auch EEG nehmen wir da typischerweise auf, also Elektroenzephalographie und Beschleunigungssensoren, also die gesamte Bewegung plus neuronale und muskuläre Daten werden dort aufgezeichnet, um dann eben nicht nur die Anatomie zu verstehen, sondern eben auch die sogenannte Neuromechanik, das ist die Fusion von Bild und Physik, könnte man sagen. Und damit kann man eben nicht mehr nur noch schauen, wie der Mensch aussieht, sondern auch, wie er im Innersten funktioniert. Man kann sozusagen einen Sensor in den Menschen einbringen, man kann
ohne jetzt sozusagen invasiv in den Körper etwas einzupflanzen, könnte man jetzt rückrechnen, was in dem Körper so vor sich gehen muss, damit diese Bewegung, die wir beobachten, erzeugt werden kann. Das nennen wir das sogenannte Inverse-Modell, also von der Beobachtung in die Physik des Körpers reinzurechnen. Interessanterweise sind die Algorithmen, die wir dort entwickeln, KI-Algorithmen, Robotik-Algorithmen, das heißt Algorithmen, die sozusagen vom Menschen inspiriert sind und dann verfeinert und über entsprechende Weiterentwicklungen dann wiederum genutzt werden können, um den Menschen besser zu verstehen. Ein Beispiel sehen wir hier, das ist eben jetzt nicht der Arm, sondern auch die Hand, die ja gerade im Bereich der Anatomie eigentlich noch viele, viele Rätsel auch mit sich bringt. Warum ist sie so aufgebaut? Und wir versuchen eben über Algorithmen des maschinellen Lernens und eben Robotik-Algorithmen, intelligente Robotik-Algorithmen, könnte man sagen, eben den Menschen immer besser zu verstehen. Um nach und nach auch die Neuromechanik, das heißt die Bewegungssteuerung des Menschen zu verstehen. Wir hatten es ja über eine Koordinate, also ich hatte vorhin den Hampelmann ja auch angemerkt, gesteuert werden kann. Und genau das tun wir auch. Wir analysieren die menschliche Bewegung, die menschliche Neuromechanik, also das Innerste des Menschen, wenn man so möchte, um eben seine Bewegung zu analysieren. Und was man findet, sind dann so, im Prinzip könnte man sagen, Seilzüge, das sind dann neuronale Seilzüge, die bei uns im zentralen Nervensystem sitzen. Wenn ich die quasi bewege, bewegt sich ein komplettes Hand-Arm-System des Menschen, was wir hier auf der rechten Seite sehen. Und wir können dann im Prinzip berechnen, wie diese vielen Muskeln gesteuert, geregelt und angelernt werden müssen, um diese Bewegung durchzuführen und das mit einer einzigen Koordinate. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, wie wir auch Algorithmen der künstlichen Intelligenz nutzen können, um auch das Verständnis des Menschen und seines Körpers voranzubringen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, man könnte das im Prinzip auch als die, sozusagen der Seilzug des Hampelmanns, um eben die entsprechende Bewegungsprimitive des Menschen besser zu verstehen. Interessanterweise können wir nun aber auch den Menschen quasi programmieren. Das heißt, wir können jetzt nicht nur die Programmierkonzepte nutzen, um Roboter zu entwickeln, sondern weil wir diese Methoden der Künstliche Intelligenz und Robotik einsetzen, können wir jetzt auch den Menschen dazu programmieren, und zwar nicht nur anatomisch, sondern wirklich über sein zentrales Nervensystem. Wir sehen hier, wie die Muskelanspannung mitmodelliert wird. Das sind noch keine ganz wunderbaren 3D-Zeichnungen, sondern auch die Mechanik, und die werden jetzt eben dann verbunden mit fotorealistischen Rekonstruktionen aus der Bildgebung. Aber jetzt hat man im Prinzip sozusagen die Analytik genutzt, um menschliche Bewegungen bis in die Muskeln hochgenau zu modellieren, um dann eben die neuronalen Signale, die über das zentrale Nervensystem an den Menschen gesteuert werden, zu nutzen und kann diese dann im Prinzip programmieren. Man hat quasi diese Seilzüge überall eingepflanzt, um dann den menschlichen Bewegungsapparat konkret zu steuern, ähnlich wie man es mit einem Roboter machen würde. Das Ganze hat natürlich viel, viel Inspiration in die Robotik, in die intelligente Robotik gebracht, also die Verkörperung, die KI-Körper von morgen, also das Handgelenk, Roboter, Hände. Also die Hand fasziniert uns schon seit Urzeiten und da ist auch die verkörperte Intelligenz natürlich ganz spannend zu sehen. Und dafür müssen wir auch schauen, dass wir diese Einsichten aus der menschlichen Neuromechanik wiederum in die Technologie bringen. Gut, ganz wichtig ist natürlich, dass die Verkörperung die verkörperte KI und der Mensch natürlich auch mit einem verkörperten Geist sozusagen einhergehen. Das heißt, die Art und Weise, wie ein zentrales Nervensystem aufgebaut ist, das ist ja durch den Homunculus ganz schön darstellbar, sieht man, wie im Cortex, im Motorkortex hier eben sowohl im sensorischen wie im motorischen Kortex die entsprechende Größe des Teils, der für die entsprechenden Körperregionen zuständig ist, überproportional, wie man hier sieht, eben auch mit der Hand, dem Hand-Arm-System einhergehen. Das heißt, die Feinfühligkeit, das Greifen, das Begreifen ist ein zentraler Aspekt unserer Intelligenz. Und genau das haben wir eben aufgegriffen, um eben Robotersysteme zu entwickeln, die mit diesem Tastsinn, diesem künstlichen Tastsinn und einem zentralen Nervensystem, das eben genau diese motorischen Eigenschaften des Menschen sozusagen imitiert und zwar algorithmisch ausgestattet. Und diese Roboter kann man dann bei der Hand nehmen, wie ein kleines Kind. Die haben eben einen künstlichen Tastsinn. Ich kann sie sozusagen durch die Gegend schmeißen, obwohl sie 16, 17 Kilo wiegen, wie als würden sie kaum Gewicht haben. Sie sind extrem sicher, sie können Reflexe zeigen, man kann auch ein künstliches
Schmerzsystem, schmerzempfindende Roboter einbringen, ein Reflexsystem, wenn man so möchte, um eben auch gefährliche Situationen zu entschärfen und eben feinfühlig mit der Umgebung zu interagieren. Ganz wichtig natürlich das Aufbringen von hochgenauen Kontaktkräften, also das, was wir als Menschen gerade in der Manipulation, also das feinfühlige, nicht nur Spüren von Kontakten, sondern auch das Aufbringen von Kontakten, um beispielsweise delikate Objekte zu greifen und sie zu manipulieren. Dafür ist natürlich die feinfühlige Auflösung von der Kraft und das Umgehen mit unbekannten Umgebungen, sei es ein Schwamm, sei es ein Gummitropfen oder eben ein Holzstück, wichtig, um eben hochgenau diese Kraft auf diese Umgebung aufbringen zu können. Das ist natürlich sozusagen die Feinmotorik. Das ist jetzt nicht die dynamische Athletik beispielsweise von Boston Dynamics, die wir oft sehen, sondern eher der feinmotorische Aspekt. Das nächste ist natürlich, wenn wir das Lernen jetzt mit einbringen in diesen Körper, den wir jetzt sozusagen kurz uns angeschaut haben, dann ist natürlich ein ganz zentrales Ziel, dass wir lernen zu manipulieren. Das heißt, die Welt zu greifen, sie zu begreifen und eben Objekte in ihr zielgerichtet und so, dass wir eben diese Welt auch feinfühlig begreifen, bei ihrem Zielzustand zuzuführen. Ein Beispiel, das wir vor einigen Jahren entwickelt haben, bis heute noch auch das Beispiel, was eigentlich als Referenz gilt, ähnlich wie jetzt hier der kleine Junge auf der rechten Seite, der eben jetzt sozusagen einen Tropfen einfügen wollte, können die Roboter, die wir entwickelt haben, eben über diese Verkörperung der Intelligenz, die Feinfühligkeit und eben Lernalgorithmen, die sich dieses Körpers bewusst sind, eben nicht stur Datenanalyse betreiben, sondern mit dem Körper sozusagen Machine Learning betreiben, in der Lage, in diesem Beispiel feinfühlig und hochgenau und präzise sich Objekte einzufügen, die relativ schwierig zu tun sind. Das Interessante ist, dass wir dieses Wissen auch verallgemeinern können auf bisher noch nicht dagewesene Probleme. Das heißt, wir nehmen das Beispiel hier des Stopfens, geben das auf den Roboter hier auf der linken Seite, den nennen wir jetzt mal Franka, und der Roboter versucht, diesen Schlüssel ins Schloss zu bringen und nimmt das Wissen aus dem Kolben, der eingefügt wurde, und versucht jetzt quasi auf diesen Schlüssel das Ganze zu verallgemeinern. Interessanterweise, gleich beim ersten Mal ist der Roboter erfolgreich, ob zwar der großen Toleranz. Wir haben gesehen, wie der Schlüssel fast 1 Zentimeter in dem Schloss eingesetzt wird, so dass eben nach und nach jetzt wieder verbessert wird. Das heißt, es kann auch mal wieder schief gehen, aber interessanterweise, ähnlich wie meine kleine Tochter nach 7 Versuchen, ist der Roboter durch das Lernen aus der Vergangenheit, das heißt das Mitnehmen von Wissen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der KI. Wie können wir nicht nur Wissen akquirieren, sondern es auch verallgemeinern, auf neue Kontexte anwenden, erstmalig eben gezeigt wird. Interessanterweise konnten diese Fähigkeiten dann nicht nur sozusagen für einen Schlüssel hergenommen werden, sondern direkt transferiert werden auf neue Beispiele, was natürlich sozusagen das Lernen nicht nur durch Vormachen oder das Lernen aus Erfahrung, sondern insbesondere auch den Transfer erstmalig in dieser Form zeigen konnte. Ganz wichtig ist natürlich auch die sogenannte Hand-Auge-Koordination. In den Beispielen vorher war es bewusst sozusagen mit geschlossenen Augen. Das heißt, die Feinfühligkeit, die Genauigkeit, die bei uns in der Hand sitzt, ist natürlich eine zentrale Komponente. Aber genauso müssen wir natürlich auch die Hand-Auge-Koordination mit berücksichtigen, weil wir sonst natürlich nicht wissen, wo genau denn diese Manipulation stattfinden soll. Und dafür ist natürlich der große Durchbruch der letzten Jahre im Deep Learning ganz, ganz wichtig, weil wir plötzlich in diese Lage versetzt wurden, auch komplexeste Zustände, die nicht ideal im Labor sozusagen entstehen, sondern auch wirklich, ja, im Beispiel eine schmutzige Tasse, relativ robust sehen können, auch hochdynamisch und schnell, was natürlich sowohl für die Robotik, auch für das autonome Fahren, für das autonome Fliegen und so weiter von zentraler Bedeutung ist. Und natürlich ohne sozusagen eine robuste Wahrnehmung, eine robuste Manipulation langfristig natürlich nicht möglich ist. Das heißt ja bewusst Hand-Auge-Koordination. Und genau das haben wir eben auch entwickelt. Wir haben es weiterentwickelt, unsere Methoden, um eben Roboter, hier sieht man im Hintergrund, mit eben jetzt 3D-Kameras auszustatten, um dann eben auch diese komplexen Fähigkeiten so weiterzuentwickeln, dass selbst mit nur einer Genauigkeit von einigen Zentimetern diese komplexen Beispiele durchgerinnt werden können. Leider geht dieses Video jetzt hier in dem Beispiel nicht. Das müssten Sie mir jetzt glauben. Ich zeige Ihnen gleich noch ein weiteres Beispiel. Gut, ganz wichtig ist eben jetzt durch das Verständnis des Menschen, aber eben auch der Maschine und das Zusammenbringen dieser Systeme in einer Art und Weise, die es uns erlaubt, sozusagen von beiden zu profitieren und eine ähnliche Sprache zu sprechen, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir
auch an die Personen denken, die von diesen Technologien gerade so profitieren können, weil sie eben nicht in der Lage sind, ihren Körper vollständig einsetzen zu können. Eine Thematik, die auch sehr stark vorantreibt, ist eben die Prothetik. Das heißt, die Frage, in diesem Beispiel sieht man jetzt einen Doktoranden, einen Johannes Kühn, der das federführend gemacht hat, zusammen mit Alexander Tötheine, die eben die Prothetik und die Algorithmik dafür so weit entwickeln, dass die künstliche Intelligenz in der Prothese, die hier quasi eine Unterarmprothese ist, damals noch ein bisschen ein größeres System, genutzt werden kann, um eben sozusagen, man sieht, der Arm bewegt sich, obwohl nur der Stumpf sozusagen in der Annahme, dass ein Prothesenträger dieses System trägt, also eine Autonomie im System herrscht, die das Verständnis der menschlichen Bewegung, des Hampelmanns, wenn man so möchte, nutzt, um ein perfektes Werkzeug oder eine perfekte Komplementierung der gewünschten menschlichen Bewegung in dem Beispiel zu erlauben. Das sehen wir hier in diesem Beispiel. Links eben eine sogenannte sequentielle Steuerung, Standard in der Prothetik. Rechts eine sogenannte koordinierte Steuerung. Der Prothesenträger, der seit der Kindheit natürlich Prothesenträger ist, ist in der Lage, nicht invasiv, rein mit Messung von EMG, also der Muskelaktivitäten und der künstlichen Intelligenz, die in dieser Prothese sitzt, beim ersten Mal schon diese Flasche zu greifen und zum Mund zu führen. Das heißt, diese koordinierte Bewegung ist sozusagen aus der Erkenntnis der menschlichen Bewegungsmechanik, der menschlichen Neuromechanik, also der Ansteuerung über das zentrale Nervensystem, quasi eingebaut in die Prothese, die dann quasi beobachtet, wie der Mensch sich bewegt, was er tun möchte und versucht sozusagen permanent ihm ein Komplement zu sein der Tätigkeit, der Fähigkeit, die gewünscht ist. Das ist natürlich etwas, was im krassen Gegensatz steht zu bisheriger Prothetik. Auf der linken Seite sehen wir eben, wie die sogenannte sequentielle Steuerung dazu führt, dass man nur Gelenk für Gelenk für Gelenk bewegen kann. Das heißt, eine koordinierte Bewegung, die für uns die natürlichste ist, ist bisher eigentlich in der Form nicht möglich. Und genau da treffen eben das Verständnis des Menschen, die Umsetzung in künstliche Intelligenzen und verkörperte künstliche Intelligenzen und die Rückführung in eben sogenannte hybride Systeme dazu, dass nach und nach eben Mensch und Maschine keine Oder-Beziehung mehr ist, sondern eben nach und nach die Maschinen nicht nur Werkzeuge werden, sondern auch in solchen Fällen perspektivisch eben auch echte Erweiterungen oder Ersätze von noch nie dagewesenen oder verloren gegangenen Fähigkeiten. Ein Beispiel, was ich auch nochmal anmerken möchte, ist natürlich das Neuralink-Projekt von Elon Musk, was ja vor 2 Wochen durch die Presse ging, wo es ja darum geht, invasive Neuroimplantate unter die Schädeldecke zu setzen, beziehungsweise einen Teil des Schädels zu ersetzen und dann eben sozusagen zu verankern. Und die Idee ist natürlich, dass man eben diese Verbindung, denken Sie an den Homunculus, also den Teil des Gehirns, der sozusagen für die Bewegung zuständig ist, zu messen oder andere Gehirnareale, um dann eben hochgenau Daten abzugreifen und damit eben auch in vielerlei Hinsicht, in vielen Beispielen eben wieder auch intelligente Systeme steuern zu können. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, jetzt wenn wir in die Robotik wieder schauen. Nicht nur das Abgreifen von diesen neuronalen Daten wurde gezeigt, sondern auch die Idee, dass natürlich, um solche Implantate setzen zu können, eben auch smarte Robotersysteme entwickelt werden sollen, die natürlich da eine hochgenaue Platzierung von diesen Interfaces vornehmen sollen. Interessanterweise waren wir selber vor nunmehr 10 Jahren die ersten weltweit, die gemeinsam mit, es war noch zu meiner Zeit am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mit der Brown-Universität und Harvard, den ersten kontinuierlich neuronal gesteuerten Roboter weltweit entwickelt haben. Was wir hier sehen, sind eben sogenannte invasive Gehirnimplantate, gelähmte Patienten, immobil, die eben jetzt mit diesem Neuroimplantat ausgestattet ist. Das misst im Prinzip über 100 kleine Nadeln die neuronale Aktivität und sie steuert diesen Roboter mit 19 Gelenken, so als wäre es ihr eigener Arm, Kraft ihrer Gedanken. Und konnte eben erstmals diese Flasche greifen, sie zum Mund führen und eben autonom trinken. Und genau diese Art von Verbindung von dem Verständnis des Menschen implementiert in diesen Roboter erlaubt es sozusagen, jetzt das Gehirnimplantat zu nutzen, als wäre es der Seilzug des Hampelmanns, wenn man so möchte. Der Hampelmann ist natürlich der Roboterarm, der dann eben über intelligente Algorithmen wieder aus der Spannung des Seilzugs, die wir über die Neuroimplantate ableiten, eben eine smarte Bewegung, eine koordinierte Bewegung durchzuführen. Das Ganze natürlich mit lokaler künstlicher Intelligenz, die sozusagen die Beobachtungen
des Steuerzustandes vom Gehirn und die derzeitige Situation, wie diese Art von Kontext nutzen, um nicht nur ein Substitut zur Steuerung zu sein, sondern insbesondere auch eben sicher und feinfühlig und natürlich bei einer Person mit maximalem Risikofaktor eine absolut sichere Technologie eben darstellen zu können. Gut, diese Dinge wurden möglich. Und jetzt als letzten Schritt möchte ich noch Ihnen mitgeben, wo, glaube ich, die Reise auch zum zentralen Teil hingehen wird. Wir sehen das auch in der Krise ganz zentral, dass wir in einer vernetzten Gesellschaft, aber noch nicht physisch vernetzten Gesellschaft existieren. Was ich damit meine, ist im Prinzip eine Art von Kollektivität, die wir natürlich darstellen. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben auch diese verkörperte Künstliche Intelligenz nicht nur als sozusagen Substitut unserer eigenen Fähigkeiten, sondern eben auch als mögliche Avatare, als Erweiterungen unserer Körper über, man könnte schon fast sagen, Raum und Zeit sind. Das heißt, die Digitaltechnologie zu nutzen, um eben Roboter als sozusagen entfernte oder Fernkörper einsetzen zu können. Und dafür ist aber ganz interessant, dass eben die Vernetzung von Maschinen zu Effekten geführt hat, die wir gerade in der digitalen vernetzten Gesellschaft, auch im Wissenserwerb und in der Verbreitung von Informationen in unserer Welt gesehen haben. Das heißt, eine Beschleunigung von Lerneffekten durch Vernetzung von Maschinen, was natürlich eine völlig neue Dimension von Werkzeugen ist, die es in der Form so noch nicht gegeben hat. Was meine ich damit? Gehen wir wieder an das Beispiel des Schlüssel ins Schloss. Wir haben einen Roboter, der den Schlüssel ins Schloss reinbringen soll. Das ist ein Neugeborener, der weiß sozusagen nicht, wie das funktioniert. Nennen wir ihn den Maschinenlehrling. Und dieser Roboter ist auch noch blind und weiß nicht genau, wie das Ganze funktioniert. Der Johannsmeier versucht jetzt hier zu sagen, naja, vernetze dich jetzt mit allen anderen Robotern, die du hier siehst und nutze doch das Kollektiv, um das Kollektiv, das sind alles Roboter mit Kameras, das heißt, die sehen jetzt auch wirklich, deren Erfahrung miteinander zu vernetzen und dieses Beispiel zu erlernen, was für meine Tochter 5 Jahre gebraucht hat und 7 Versuche, aber können wir das eben jetzt massiv beschleunigen. Was wir hier sehen, sind lauter kleine KI-Rechner, das sind diese kleinen Kisten hier. Und die Roboter erkennen jetzt sozusagen, jeder von ihnen hat übrigens einen anderen Schlüssel. Und sie versuchen jetzt eben diesen Schlüssel ins Schloss zu bekommen, um damit eben dann eine Art von Modell von diesem Problem zu erlangen. Und das, wenn möglich, eben in einer beschleunigten Art und Weise. Was wir jetzt hier sehen, ist der digitale Zwilling dieses Kollektivs. Und eine zentrale kollektive KI, die eben den Erfolg und den Misserfolg sammelt, also Beispiele, wie es gut und schlecht funktioniert hat, das Ganze wird jetzt mal beschleunigt, um zu zeigen, dass eben nach und nach sowohl Erfahrungen in positiver wie auch negativer Art und Weise gesammelt werden. Man muss ja auch Misserfolg mit eben erlauben. Und so ist es eben möglich, dass im nächsten Schritt, das sehen wir jetzt, wenn das vorbei ist, die Roboter in der Lage sind, nicht nur dieses Wissen anzusammeln, sondern auch dem Roboter vorne, dem Maschinenlehrling, dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Und der hat sozusagen in seinem Leben noch nie den Schlüssel ins Schloss gebracht. Wir sehen jetzt hier das reale Beispiel. Also wir haben gerade den digitalen Zwilling gesehen. Das Nicken bedeutet immer, ja, ich habe es geschafft. Und man sieht eben jetzt hier ein paar Beispiele, die funktionieren. Und nach kurzer Zeit ist es in der Lage, das Kollektiv den Schlüssel ins Schloss zu bringen. Das wird jetzt mal einmal kurz gestoppt. Dann wird das Wissen gesammelt und an den Roboter vorne gebracht, der jetzt das erste Mal seinen Schlüssel ins Schloss bringen will. Voilà, es funktioniert ganz wunderbar. Und er hat eben dadurch die Macht des Kollektivs genutzt. Als letztes möchte ich Ihnen noch mitgeben, dass eben genau diese Art von Kollektivität eine zentrale Möglichkeit ist, eben in dieser Geschichte von Mensch und Maschine den Körper, wenn man so möchte, jetzt nicht mehr nur noch zu verlassen, sondern das Kollektiv von Mensch und Maschine miteinander zu bringen. Ich möchte Ihnen eine Analogie dazu geben. Nehmen wir einen Agenten, eine kleine Fliege, die sozusagen 100.000 Aufgaben erfüllen soll, das sagen wir mal, das ist 100%. Und diese Art von kleinem Agenten ist in der Lage zu lernen und wieder zu vergessen. Das Ganze, um das komplette Wissen zu erlernen, braucht natürlich dementsprechend, wenn eine Aufgabe eine Stunde benötigt, 100.000 Stunden. Also man vergisst es immer wieder, aber nach und nach wird es akkumuliert. Das heißt, man kann aus der Erfahrung nicht lernen.
Das, was wir als Menschen können, ist eben Lernen aus Erfahrung. Natürlich gibt es dann irgendwann diesen Tipping Point, an dem plötzlich die Geschwindigkeit des Lernens massiv beschleunigt wird. Ab da können wir sagen, wir können ähnliche Aufgaben in kurzer Zeit erlernen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man da sozusagen reinzoomt, kann man Parallelität, das ist dann sozusagen der Big Data Ansatz, nutzen, also mehrere Menschen, die parallel etwas tun, kann man auch diese Art von Tipping Point generieren? Die Antwort ist interessanterweise nein. Gleichzeitig ist es auch relativ intuitiv, dass diese Parallelität einfach nur dazu führt, dass wir die Aufgaben geteilt durch die Anzahl der Menschen beschleunigen. Und jetzt natürlich die Vernetzung, der Austausch von Wissen, Informationen und Fähigkeiten, das heißt das Kollektiv von Menschen und Maschinen, eben die Lösung genau für diesen zweiten Tipping Point. Das heißt, wir haben einen zweiten, man könnte fast sagen, exponentiellen Effekt gefunden, der es eben erlaubt, dass wir über Vernetzung, Austausch von Wissen und Ähnlichkeiten zwischen den Aufgaben eben das Kollektiv in einer optimalen Art und Weise nutzen und so hoffentlich in einer Zukunft von Mensch und Maschine voneinander und miteinander lernen können. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Sami Haradin, für diesen wirklich beeindruckenden Einblick in Ihre Arbeit, in Ihre Forschungsarbeit. Und vielen Dank auch an Garmi, der hinter Ihnen steht und sich hin und wieder eingewischt hat. Das waren ganz hochinteressante Einblicke. Sie haben noch Zeit für zwei, drei Nachfragen, die Sie gern gestatten. Das sind ja ganz große ethische Fragen, die damit auch verbunden werden. Ja? Also wenn man über Neuralink nachdenkt, wenn man über das, was Roboter können, nachdenkt. Arbeiten Sie denn auch mit Ethikern, mit Philosophen, mit Theologen und anderen zusammen, um da Antworten zu finden, wie das gehen kann? Ja, in der Tat tue ich das auch nicht erst seit kurzem, sondern schon langfristig. Also beispielsweise eine Kollegin von mir, Professorin Alena Büchs an der TU München, die mittlerweile auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrats kürzlich geworden ist, mit der arbeiten wir schon seit einiger Zeit zusammen, mit Sozialwissenschaftlern hier in München. Wir haben gemeinsame Projekte, die nennen sich dann zum Beispiel Responsible Robotics. Da geht's. Wir haben gerade erst ein Paper in Nature Machine Intelligence auch publiziert, wo es eben darum ging, wie sollen Ethiker in den Entwicklungsprozess von künstlicher Intelligenz integriert werden, nicht nur sozusagen als Begleitforschung, wie man das immer so ja kennt aus vielen Projekten, sondern wie können wir frühestmöglich die Ethiker und Sozialwissenschaftler in den Entwicklungsprozess der Technologie mit integrieren, sodass frühzeitig die richtigen Fragen gestellt werden und wir als Technologen auch versuchen, nicht erst sozusagen das Problem zu lösen, wenn es denn sozusagen in der realen Anwendung auftritt, sondern können wir diese Dinge vorhersehen, können wir gerade, Sie haben das Beispiel Gehirn-Maschinen-Schnittstelle angemerkt, oder auch ich gebe das Beispiel von Roboterassistenten für ältere Menschen, da stellen sich natürlich viele ethische Fragen und genau da arbeiten wir im tagtäglichen Austausch sozusagen mit den Kollegen. Und das ist auch so ein bisschen, was ich vorhin mit missionsbasierter Forschung meinte. Ich glaube, bei der Mission, die wir verfolgen, wollen wir eben sozusagen ein holistisches Gesamtbild dieser Zukunft, in der wir die Technologien dann auch einsetzen wollen, skizzieren. Und dazu ist es eigentlich ein gutes Mittel, in einem diversen Prozess mit vielen verschiedenen Experten, eben auch aus der Ethik, aus den Sozial- und Geisteswissenschaften zusammen zu überlegen, was bedeutet das denn rückwirkend in der Entwicklung, um eben diese Art von Zukunftsszenario dann auch wirklich in der Art und Weise durchzuführen, in der wir es dann auch haben wollen. Und ganz konkret ist natürlich auch so, dass wir in unseren Studien natürlich auch, also wenn wir jetzt medizinische Studien, wir hatten gerade erst Corona-Testroboter entwickelt oder für telemedizinische Anwendungen, da ist es natürlich auch von zentraler Bedeutung, mit Ethikern jetzt sozusagen in den konkreten Beispielen im Hier und Jetzt auch zu arbeiten. Also das ist eine Sache, die uns sehr, sehr am Herzen liegt. Ja. Nun lösen ja Forschungen wie die Ihrige auch überhaupt kontroverse Forschungsgebiete bei den einen Euphorie aus und bei den anderen Ängste. Wie kann es denn gelingen, auch eine breitere Bevölkerung darüber zu informieren, möglicherweise Ängste zu nehmen? Das müsste ja, wenn Sie an andere kontroverse Forschungsbereiche denken, Ihr Anliegen auch sein. Ja, es ist nicht nur mein Anliegen, sondern ich glaube, das meinte ich auch gerade mit der missionsbasierten Forschung, also warum ich jetzt zum Beispiel auch in Garmisch-Partenkirchen sitze, lassen Sie mich das an einem Beispiel Ihnen zeigen, ist eben, dass wir hier nicht nur ein Forschungszentrum entwickeln der TU München, sondern eben auch ein Nukleus, in dem es in diesem Ökosystem in Garmisch-Partenkirchen mit den Pflegeeinrichtungen, mit den Pflegeschulen, mit den Klinika fort, aber eben auch den Ärzten,
und Ärztinnen hier sozusagen den Privat-, also Hausmedizinern, eben gemeinsam Technologien entwickeln, aber gleichzeitig auch beispielsweise mit der Bevölkerung relativ im engen Kontakt sind, um so eben zu verstehen, wie ältere Menschen auf die Technologie reagieren, die wir da entwickeln, frühestmöglich sie einzubeziehen, also nicht nur sozusagen sie als Studierobjekte hinterher zu nutzen, sondern wirklich frühestmöglich die Bedarfe und auch die Bedarfe zu ermitteln und gleichzeitig über diesen sehr, sehr konkreten und auch sehr intensiven Austausch die Ängste und Sorgen nach und nach abzubauen. Interessanterweise ist es oft so, dass es genauso ist, wie Sie es sagen. Vorher große Euphorie oder große, ich würde mal sagen, Skepsis. Angst ist jetzt ganz selten wirklich ein Thema. Aber Skepsis ist, glaube ich, schon oft zu finden. Und interessanterweise ist es so, wenn wir dann eben hier vor Ort nicht nur die Technologie zeigen, sondern auch sie erfahrbar machen, also wirklich an Beispielen zeigen, wie das Ganze funktioniert, dann ist dann oft die Akzeptanz hinterher sehr, sehr viel höher, auch messbar. Und viele der Personen wollen dann auch Teil dieser Entwicklung werden. Also ich glaube, es kommt ja, Begreifen hat ja auch das Greifen sozusagen im Wort. Ich glaube, gerade diese Art von künstlicher Intelligenz mit Körper, die muss man auch greifen, die muss man erfahren. Und diese Dinge muss man sozusagen vor Ort mit den Menschen entwickeln. Und interessanterweise ist es so, dass wir eben keine Pflegeroboter zum Beispiel entwickeln. Wir wollen keine Ersatzpflegekräfte, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen Werkzeuge für die Gesundheitskräfte entwickeln. Also bei der Telemedizin, wenn die Menschen verstehen, dass quasi ihr Hausarzt eigentlich dann in der Lage wäre, im Quarantänefall doch ins Pflegeheim und ins Seniorenheim gehen zu können, eine Untersuchung durchzuführen, eben über den Roboter als Kommunikationsmittel, dann ist die Akzeptanz plötzlich eine ganz andere, weil der Nutzen dann wieder im Vordergrund ist. Also dieser Nutzen muss immer sehr, sehr klar nicht nur ermittelt und diskutiert, sondern auch rübergebracht werden. Und dann ist eigentlich die Erfahrung immer relativ positiv, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist eben das, was wir auch tun müssten. Ich glaube, das wird nicht rein über Information, sondern auch über Fahrbarkeit machbar sein müssen. Sie denken jetzt ja auch und entwickeln sehr konkrete Projekte. Andererseits sind Sie ein ziemlich junger Forscher noch, kann man sagen. 40 Jahre, das heißt bis zum Datum der Pensionierung nach dem deutschen Beamtenrecht sind es noch 28 Jahre tatsächlich. Denken Sie über so einen langen Zeitraum, also wo könnte Ihre Technik am Tag Ihrer Emeritierung stehen? Ich glaube, mich treibt nichts anderes um als die Langfristigkeit. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man bei diesen Themen, die wir da vorantreiben, das sieht dann manchmal ganz konkret aus, aber bis das wirklich in der realen Welt ankommt, ist es ja oft ein ganz großer Prozess. Ich hatte bewusst das Beispiel Neuralink gewählt, weil wir eben vor 10 Jahren auch die Grundlagen teilweise gemeinsam mit den Kollegen in den USA gelegt haben, wie man solche Technologien einsetzen könnte. Aber es ist nur, weil es in einem Video sozusagen stattgefunden hat, natürlich noch nicht bei den Menschen angekommen, natürlich noch nicht bei den Menschen angekommen, die es auch brauchen. Und ich glaube, dass dieser lange Weg, auf dem man sich da befindet, das ist auch, was mich persönlich nicht nur antreibt und motiviert, sondern der auch, glaube ich, der richtige Weg ist. Weil eine rein kurzfristige und reaktive Entwicklung und Forschung ist, glaube ich, nicht zielführend, gerade bei solchen komplexen Technologien, die auch solche umwälzenden Charakter haben. Also meine Erfahrung hat eigentlich immer gezeigt, dass egal, welche Technologie ich jetzt sozusagen so handfest zeigen kann, da rede ich ganz oft von Dingen, die vor 10, 15 Jahren überhaupt ihren Ursprung genommen haben. Und viele sind ja noch gar nicht in der realen Welt. Also reden wir von genau diesen Latenzen, die sie da jetzt sozusagen aufgebracht haben. Ich glaube, so müssen wir aber auch denken, weil nur dann können wir auch sozusagen die ethischen, die gesellschaftlichen nicht nur Bedenken, sondern auch die Chancen sozusagen mit berücksichtigen. Und vor allen Dingen auch muss ja beispielsweise bei Robotern im Gesundheitssektor, wie das jetzt auch bei Recommender-Systemen in der Bildgebung wäre, muss ja auch die Gesetzgebung mit existieren. Die Standardisierung muss mitgedacht werden. Also bis etwas aus unseren Labors in die reale Welt geht, wird noch viel passieren. Und genau da wollen wir eben ansetzen, ich glaube, die Bundesregierung nennt das dann immer Living Labs. Also ich habe da immer so von Sonderforschungszonen gesprochen, wo wir eben die Technologie gemeinsam mit denen, die es auch brauchen, nicht nur entwickeln, sondern auch bereits erforschen, also noch davor. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil viele der Dinge, die wir da entwickeln, nur wenn wir wissen, wo es grob hingeht, können wir auch die richtige Grundlagenfrage stellen. Also es ist eben keine Anwendungsforschung, sondern ich glaube, dieser Ansatz einer missionsbasierten Forschung mit einer Mission, wo man hin möchte, mit einer Vision, könnte man auch fast sagen, aber das ist vielleicht dann doch eine nicht ganz so wichtige Unterscheidung.
sondern dass wir auch irgendwo beschreiben, was soll diese Technologie den Menschen bringen. Und ich glaube, dadurch können wir auch gut unsere Ressourcen als Forscher hoffentlich optimal einsetzen und gleichzeitig auch die Technologie anfassbar und begreifbar machen, was ja gerade bei Algorithmen beispielsweise, was wir auch sehr viel machen, nicht immer ganz einfach ist. Noch eine letzte Frage, die auch in die Zukunft hineinreicht, sogar in die Zukunft der nächsten Generation. Wir haben im Laufe dieser Woche ganz intensiv auch mit unseren Zuseherinnen und Zusehern interagiert und Fragen bekommen. Und eine Frage, die ich relativ am Anfang dieser Woche bekommen hatte, war die Frage, was kann ich eigentlich tun, um meine Tochter, meinen Sohn auf diese Zukunft vorzubereiten? Und haben Sie selber das Video gezeigt mit Ihrer Tochter, mit der Sie zu Hause so Experimente machen, wie schnell geht das mit dem Schlüssel in das Schloss zu bekommen und wie schnell schafft der Roboter das verglichen damit? Was wäre denn Ihr Ratschlag für Eltern, die mal Kinder zwischen 6 und 10 Jahren zu Hause haben? Wie bereitet man die auf diese Zukunft vor? Also ja, ich bin natürlich jetzt kein Pädagoge, schon kein Kinderpädagoge, aber da spreche ich jetzt eher als Vater, würde ich sagen, denn jetzt als Experte. Also Kinder erfahre ich ja immer nur als extrem neugierig. Also ich glaube, am Ende ist die Neugier also wirklich auch der freien Lauf zu lassen und es gibt so viele Angebote mehr und mehr. Also ich beispielsweise, ich habe eine Stiftung ins Leben gerufen, wo es darum geht, Kindern und Jugendlichen, aber auch eben Fachkräften zu ermöglichen, mit dieser Technologie in Erfahrung oder in Austausch zu gehen. Ich glaube, man sollte einfach, Naturwissenschaften ist immer ein guter Background. Also ich weiß gar nicht, ob man jetzt alle darin trainieren müsste, Informatiker zu werden. Ich glaube, dass die Naturwissenschaften, die Kunst, Sport sind genauso wichtig, aber ich glaube, dass die Neugier einfach zu wecken mit Technologien. Und ich glaube, da ist es immer ganz spannend, wenn man eben auch erklären kann, wofür die Dinge da sind. Also ich glaube, dass Kinder sind ganz oft natürlich explorativ und neugierig, aber gleichzeitig habe ich immer erlebt, dass wenn sie etwas damit entwickeln können, dann ist es immer ganz spannend. Und wenn sie es begreifen und anfassen können. Also ich glaube, dass das Robotik ist ein tolles Feld, um das zu tun, weil sie es eben so auch verstehen können. Also meine Kinder können sehr, sehr viel mit den Robotern anfangen. Ob das jetzt dann eine Beschäftigung ist und ob man das jetzt trainieren muss, also da bin ich jetzt vielleicht ein wenig skeptischer. Also ich selber war zum Beispiel jetzt auch kein Kind, was ein Technikbegeisterter war, sondern ich war halt immer sehr, sehr naturwissenschaftlich begeistert, musisch. Und also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das sozusagen wie ein Sport oder wie ein Musikinstrument betreiben muss. Ich glaube, Offenheit und Neugierde zu wecken und dann auch die Möglichkeiten zu geben. Ich glaube, das ist das Einzige, was man tun kann. Ich habe gar keinen viel konkreteren Vorschlag, außer dass so Dinge wie diese Stiftung, Robokind nennt die sich übrigens, Robotics for Mankind, ist noch ganz klein und das habe ich mit Geldern des Zukunftspreises, den wir ja vom Bundespräsidenten erhalten haben, ins Leben gerufen, als gemeinnützige Stiftung, in der es eben genau darum geht, Angebote für Kinder zu schaffen. Und da lernen die Kinder mit kleinen Lego-Robotern, auch mit großen Robotern umzugehen, um eben zu verstehen, was ist ein Roboter, was nützt das Ganze, wie programmiere ich das. Aber insbesondere eben jetzt auch nicht einfach nur, was geht heute, sondern auch was damit etwas Neuartiges zu kreieren. Also auch dieses kreative, schöpferische ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das hat, glaube ich, beide Facetten. Neugierde und eben Kreativität müssen da gefördert werden. Jetzt haben Sie gesagt, Neugierde ist das Einzige, das mag das Einzige sein, aber das ist vielleicht schon was ziemlich Großes. Vielen herzlichen Dank auch für diesen Ratschlag und auch für die Neugierde, die Sie bei uns erzeugt haben, mit dem, was Sie vorgestellt haben über Ihre Forschungsarbeiten, über die Veränderung der künstlichen Intelligenz und die Interaktion von Mensch und Maschine. Der Mensch und die künstliche Intelligenz, Quo Vadis, das war Ihr Vortrag. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank, Sami Haddadin. Wir sagen auch herzlichen Dank an Garmi, der bei Ihnen im Hintergrund steht. Das war eine Veranstaltung in Partnerschaft mit Falling Walls, der großen Wissenschaftskonferenz, wo Sie auch als Juror zu sehen sein werden. Auch da wird es wieder ganz spannende Einblicke geben. Vielen herzlichen Dank und die besten Grüße nach Garmisch-Partenkirchen. Vielen Dank, Herr Hartung, und auch die besten Grüße aus Garmisch-Partenkirchen und Ihnen noch viel Erfolg bei diesen fantastischen Begegnungen. Vielen herzlichen Dank.